So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed The Fucking Run. Mein Oli, The Run. Aber das Spiel geht mir ja so auf die Nerven, wie ihr im letzten Part mitgekriegt habt, da es immer abstürzt. Aber bis jetzt hat sich's noch in Grenzen gehalten. Bis jetzt sind wir noch mittendrin im Geschehen, sind auf Platz 129 nach 59 Minuten der Run. Gesamtzeit. Komisch, im letzten Part war das mal auf 1 Stunde und 2 Minuten. Naja, nichtsdestotrotz, mir macht es nichts. Mich stört es nicht. Unsere nächste unsere nächste Location ist Rockville Sioux National Park in UT. UT steht nicht für Unreal Tournament, sondern für I don't know. Also muss ich zugeben, keine Ahnung, für was das steht. Und boah, schöne Grafik, schöne Grafik, schöne Grafik. Ich sehe nichts. Hallo! Hallo, hallo. So, gehst du mal weg, bitte. Ja, ich bin ja sonst auch ein bisschen lieber gefahren, möchte ich fast sagen. Da mir da die Punkte noch wichtiger waren, dass wir auch möglichst schnell die Level erreichen. Aber jetzt haben wir ja alles. Das Einzige, was wir noch freischalten können, ist, dass der Gegner sich jetzt hier mal bitte ein bisschen verzieht. Geht doch. Ne, das können wir natürlich nicht freischalten, aber wir können auch neue Kampf freischalten und so. Und das ist aber jetzt halt erstmal nebensächlich. Nicht gegen den Stein rutschen. Der Rauch oder der Dampf, der Staub, der aufgewirbelt wird, sieht relativ unlogisch aus. Dass den einfach nur nach oben zieht. Ich möchte hier ehrlich gesagt auch nicht unbedingt gern Nitro geben, aber wenn es nicht anders geht, machen wir das halt einmal. Ja, der fährt dagegen. Er macht's vor, Flashy macht's nach. So, außen überholt. Dann ist der jetzt halt auch eigentlich gleich weg normalerweise. Jo, passt. Sogar sauber überholt, der gibt Nitro, dann hängen wir uns gleich mit Nitro dran. Nehmen den als Bremse. Ein Rallye-Rennen. Ein Rallye-Rennen ist es aber nicht, meine Freunde der werten Pollys. Wo? Oh. Was ist das denn für ein Cop-Auto gewesen? War das ein Gallardo oder so? So, dann nehmen wir halt hier mal Abkürzung, wenn es sein muss. Und drauf, 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 drauf. Tja, das hat erstmal gut geklappt. Da haben wir schön schnell überholt, mal zwei. Was haben wir denn hier für ein Auto? Ist das ein Toyota Supra? Oh, oh, Straßensperre. Wo geht's hier durch? Hier geht's durch. Das klappt, das klappt. Und dann nehmen wir hier, kommt uns ein Cop entgegen. Den lassen wir liegen, nehmen die Abkürzung. Und rutschen wieder zurück auf die Anführungszeichen Hauptstraße. Und jetzt hat nichts wie raus hier, nichts wie raus aus dem Anführungszeichen wieder mal Canyon. Anführungszeichen, Anführungszeichen und Anführungszeichen. Gänsefüßchen unten. Nitro. Und das ist der Sieg für uns. Das ist der Sieg, das passt. Beendet. Der Run-Position 119. Jetzt kommen wir langsam in die Top 100. Und die Auszeichnung wären 780 XP, 500 für ein perfektes Rennen und dann noch 150 für 3 Resets. Genau. Habe ich schon wieder gespürt. Nichts. Warten hier als weiter, weiter. Rennen durchkeulen, dass wir endlich wieder auf dem Laufenden sind. Normalerweise müssten wir auf Part 8 dann wieder auch so langsam, Entschuldigung, auf dem Laufenden sein. Also auf der Höhe. Jetzt geht's zum Red Mountain Pass auf dem Million Dollar Highway. Falls es lädt, natürlich. Dieses Spiel hat Ladezeiten, ich sag's euch. Also im Speicher zu meine Einstellungen nie. Das ist so cool. Da guck, könnten wir jetzt mal ein Auto wählen, bitte. Ein neues. Dann können wir mal gucken, was es so gibt. Wagen wechseln. Also V12 Vantage, M3, Camaro, Mustang, Gallardo, Firebird 370Z, GTR 9, bla bla.
und die Shelby Cobra. Ich, was halte dann von dem Porsche mal? Der wird mich nämlich jetzt gerade richtig interessieren. Schauen uns mal natürlich wieder das Style Pack an. Naja, langweilig. Style Pack 2. Na, das geht. Und RSR Replika Pack. Na, na. Wir nehmen das Style Pack 2 in einer auffälligen Farbe und zwar orange, oder? Schauen wir uns mal orange an. Das kann man lassen. Und damit geht's jetzt auch wieder zurück auf die Straße. Der Porsche, der fährt aber auch nicht schlecht, Herr Specht. Schauen wir uns den lieber mal an von hinten. Ja, das sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Ja, sieht eigentlich recht hübsch aus. Der rutscht gefährlich, Arich. Jetzt haben wir ihn gesehen, jetzt wird hier die Lautstärke erstmal wieder ein wenig, kurzzeitig höher. So kann ich besser das Auto, glaube ich, zirkulieren. Ne? Wie mein PC die Luft zirkuliert, zirkuliere ich hier das Auto. Nitro direkt aus der Kurve raus in die nächste, viel zu schnell reinkommen. Den Kopf dabei möglichst ausschalten, möglichst viel Leben abziehen. Die fahren aggressiv, das ist nicht feierlich. Ey, sag mal, könnt ihr mich jetzt bitte mal in Ruhe und zufrieden lassen? Wir fahren mit dem Auto mehr quer als gerade, habe ich so das Gefühl. Na, wir kommen hier nicht so einfach ran. Oh, was ist das denn Schönes? Sieht mir lustig aus. Nein. Verdammt, voll verbremst und verdriftet. So, dann nehmen wir hier die Straßensperre. Ist das hier vor uns ein alter M3? Mir hat es jetzt kurz gesehen, aber ich bin der Meinung, das müsste eines. Ja. Misch du dich ein, Korb, hast schon recht. Na, jetzt. Jetzt sind es nur noch 600 Meter. Und da ziehen wir jetzt gnadenlos vorbei. Da lassen wir uns auch nicht mehr aufhalten und dann gewinnen wir hier das Ding. Mit unserem Porsche. GT3 RS ist meiner Meinung nach übrigens der beste Porsche. Obwohl bei dem noch RS40 an der Seite draufsteht. I don't know, an was das liegen. Aber egal. Ist auch nicht das ganz neue Modell, glaube ich. Ich weiß jetzt aber auch nicht so sicher. Und dann starten wir gleich weiter durch. Nächstes Rennen als Rennen ist das einzig Interessante, das wir im Spiel machen können. Im Gegensatz zu... ich habe heute einen Sprachfehler, merkt ihr das? Im Gegensatz zu Most Wanted 2, da wo du dir auch mal irgendwas anderes anschauen kannst, aber nee, hier geht es ja nicht. Nächste Location ist übrigens Lock Hill. Luke Hill in auf dem Million Dollar Highway in Colorado. I think it's Colorado. CO. Okay. Kampf im Canyon. Hol den Gegner ein, der ist jetzt gerade von hinter mir gekommen. Boah. Was war das denn für eine Zickzackkurve, Leute? Was sind das hier allgemein für Kurven? So, da fahren wir einfach auch ein bisschen aggressiver, versuchen uns nicht zu drehen. Sparen uns unser Nitro immer so gut es geht auf, dass wir dann möglichst gut vorkommen. Ich muss ja auch irgendwie nämlich versuchen, immer die Cops loszuwerden. Ne? Oh ja, danke Cop.
Was ist das denn? Ford Focus? Das ist doch kein Gegner für uns. Schade, wir haben den einfach liegen lassen. Zu langsam, weil uns der Kopf da runterschießt, sind wir zu langsam. Ey, da fragst du dich halt doch langsam, oder? Boah. Ey. Leute. Keine Ahnung, wie ich da jetzt halt noch rechtzeitig rankommen soll. Okay, Gas. Ja, zu langsam. Es war ja irgendwo klar, oder? Ein Reset nur noch übrig. Hey, sag mal, kann der Kopf nicht auch mal auf den gehen? Müssen wir schauen, dass wir jetzt halt echt irgendwie wegkommen und uns vom Gegner, vom Kopf entfernen. Aber der ist jetzt schon wieder dran an uns. Ey. Das ist ja nicht normal, wie die Cops hier aggressiv sind. Ups. Okay, Gegner ist auch besiegt. Und dann haben wir hier den letzten der vier. Aber das wird auch der härteste. Der hat auch eine gescheit heftige Karre. Wer macht natürlich den Abflug? Ich mache natürlich den Abflug. Das ist doch nicht normal. Ach, Gegner ist auch abgeflogen. Ah, okay. Dann hat man jetzt halt wohl heftigst Glück. Puh, ich möchte gern Auto wechseln, bitte. Oh ja. Und wieder 1175 Extra Points oder Erfahrungspunkte. Experience. Und dann fortfahren mit der Run 4. Rennen in einem Part bis jetzt. Mit dem jetzt, wo jetzt kommt, ist es schon ordentlich, glaube ich. Oh, wir haben schon die Etappe 4 beendet. Desert Hills ist beendet. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind jetzt dann in Etappe 5. Wir müssen jetzt halt hier Etappe 5. Ah ja, okay. Dann sind wir jetzt halt, muss ich zurückgehen und auf The Run fortsetzen, wo du es zuletzt verlassen hast. Starte den Run von vorne, nee, The Run fortsetzen. Ich bin aber der Meinung, Cesar de Leon. Cesar ist auf den Straßen von L.A. aufgewachsen und hat eine durchwachsende Vergangenheit. Die Liebe von einer guten Frau und ihm bevorstehenden Geburt des ersten Kindes haben Cesar aber zum Umdenken gebracht. Mit seinen beiden Brüdern nimmt er an der Run teil und hofft auf die Chance, seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Luft holen. Ich glaube, da bin ich jetzt aber doch schon, ja, zwei Rennen davor schon gefahren. Das ist gar nicht so cool jetzt halt eigentlich. Das tut mir jetzt auch wirklich leid für euch, dass ihr das nicht mit ansehen könnt, weil wir ja davor noch zwei Rennen gehabt hätten. Ne? Da einmal ging's nur so blöd, also es ging ein, es war ein Rennen sogar nur. Und zwar mussten wir da den Berg hochfahren, auch auf Schnee.
Und zwar waren da, das kann ich ja sagen, auf der Straße sehen wir ab und zu ein paar freie Flächen. Ne? Die sind arschglatt, da dreht's euch so sofort weg. Beziehungsweise uns dreht's sofort weg. Ja, es waren 5 Minuten, es war ein Rennen, es war ziemlich lange. Aber es war ehrlich gesagt nichts Besonderes. Ich werde es euch eventuell, ich merke es mir auf jeden Fall, oder ihr könnt mich auch im letzten Part nochmal dran erinnern. Falls wir das Spiel überhaupt durchspielen. Natürlich werden wir es durchspielen. Keine Frage, keine Frage. Und da könnt ihr mich, boah, scheiße, könnt ihr mich nochmal dran erinnern, dass wir noch ein Rennen spielen müssen. Und zwar den Anfang der Etappe 5. Mann! Ja, ich bin auch noch lange noch nicht zerstört, ich bin noch geflogen. Geflogen! Okay, dann geben wir jetzt halt mal Gas. Wir haben nur noch 5,5 Kilometer Zeit. Oh, oh, wenn jetzt hier eine glatte Fläche kommt, wird es relativ kritisch für uns. Wo kamen denn die jetzt halt plötzlich her? Aber ich muss sagen, ich liebe solche Strecken. Also nicht nur in-game, sondern auch in real. Also in echt. Macht mir auch total Laune, auf so schneebedeckten Dingern zu fahren und so. Ja, wir sehen es jetzt übrigens hier, wir waren auf Platz 89. Auf Platz 89, bis die jetzt halt gekommen sind. Das heißt, wir haben 20, ne, zwei Rennen waren es, 2×10 Plätze gut gemacht. Ey, der ist bei sowas von schnell. Da muss ich jetzt ja doch ein wenig mehr Nitro geben, als mir lieb ist, lieb ist, lieb ist. Und hier können wir jetzt ein Auto wechseln, bitte. Das werden wir jetzt auch natürlich noch machen. Und zwar, was könnte man hier nehmen? Wir brauchen ein schnelles. Ich habe jetzt sogar, ehrlich gesagt, mal Bock auf ein M3. Das hat nur 306 Spitze. So, der Gallardo ist schneller, der Nissan ist schneller. Was ist das denn? Ach, der 370Z. Ja, versuchen wir mal. Nee, wir brauchen was Schnelles. Und zwar nehmen wir wieder in Gallardo. In so einem Rot nehmen wir den und ohne Kit. Und das war jetzt halt, glaube ich, relativ unklug, weil hier vorne das Ziel gewesen wäre. Ich nehme jetzt gleich mal den Reset-Knopf. Das war jetzt halt echt ein richtiger Scheißdreck, in Anführungszeichen, was wir hier abgezogen haben. Weil jetzt kommt's hier auf die Highspeed-Strecke. Auf die letzten 3 Kilometern. Und hier können wir mit dem Auto locker punkten. Und das Auto fährt sich halt wahrscheinlich im Schnee noch dreckiger, als es eh schon tut. Ja, ich merk's. Scheiße. Ja, der kam jetzt hier mit Vollspeed an und ich. Da, das war dein Fehler, mein Kumpel, dass du dich jetzt hier mit mir angelegt hast. Denn jetzt habe ich Nitro zum einen. Und zum anderen ist mein Windschatten gleich voll, was mir noch den letzten Sieg geben sollte, tötet. Jetzt fahre ich mir mit 320 ins Ziel. 318 leider nur, okay. Aber damit ist es auch beendet. Glück gehabt, jetzt sind wir ja auf Platz 86. Und es war aber ein verdammt langer Part heute. Das war ein verdammt langer Part heute. 1640 EP erhalten. 50 nochmal für ein Reset übrig. Und das war dann, wie gesagt, das Ende für die heutige Etappe, für die heutige Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch wie immer einen schönen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen, ich bin's, euer Flashy. Ciao.